willkommen zu einer neuen Folge der besten Aktionen von den Bolzplätzen der Nation. Diesmal mit Traumtoren noch und nöcher, wie dieses hier von Harald Fleischer. Sein Torwart der Spielvereinigung Bayern Hof verzichtet auf das Mittelfeldgeplänkel und schickt seinen Teamkollegen direkt Richtung Tor. Fleischer dankt mit seinem zweiten Treffer beim 5:1 Erfolg in Weiden. Auch unser zweites Tor fällt nach einer langen Vorarbeit. Doch wie der Kopfball von Abwehrspieler Danny Feuster dann den Weg ins Tor findet, bleibt wohl das Geheimnis vom lieben Fußballgott. Und von Dominik Reimann, dem Schlussmann der Dortmunder U23. In der Bayernliga Süd hat Armin Rausch seinen großen Auftritt. Nach dem Einwurf gibt er den Ball nicht mehr her, lässt 4 Gegenspieler stehen und bringt sein Team nach 10 Minuten in Führung. Von diesem Schock erholt sich der FC Ismaning nicht mehr und verliert am Ende 0:5 in Sonthofen. Großes Kino auch beim Gastspiel der kleinen Löwen in Traunstein. Mohamed Awata verwandelt die Ecke mit der Hacke. Ibrahimovic lässt grüßen. Am Ende gewinnt die zweite von 1860 München 2:1. Ähnlich viel Gefühl beweist Christopher Kettler im Heimspiel gegen Würzburg. Sehenswert schlänzt er den Ball ins Tor zum zwischenzeitlichen Ausgleich für seine DJK Don Bosco Bamberg. Am Ende geht das Team mit dem klangvollen Namen jedoch als Verlierer vom Platz. Gefühl im Fuß hat auch Kampfstaniel Engel. Sein Freistoß beim Gastspiel in Burgen fliegt im selbigen über die gegnerische Mauer. Torwart Max Putz machtlos. Nach so vielen Schlänzern und Hebern haben wir noch einen aus der Kategorie Haut drauf. Jerome Littger fasst sich in der Regionalliga Nord ein Herz und zieht einfach mal ab. Der Grundstein für den Auswärtssieg vom FC St. Pauli 2 beim TSV Havelse.